Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung XXL Info Gesundheit. Das kommt durch meine Berufe. Ich habe insgesamt 4 abgeschlossene Berufsausbildungen. 2 davon sind jetzt wichtig für die Sendung, nämlich mein Beruf als Redakteur, den ich ziemlich lange ausgeübt habe, und mein Beruf als Krankenpfleger, den ich über 10 Jahre lang ausgeübt habe. Ich habe 4 Jahre lang beispielsweise auf der Herztalks Gefäßchirurgie an der Uniklinik in Tübingen gearbeitet und in einem kleinen Mannheimer Krankenhaus, dem ehemaligen Heinrich-Lanz-Krankenhaus, dort auf einer internistischen Station. Und vielleicht kann sich der eine oder andere Patient noch erinnern, ich habe dort zusammen mit einem Arzt und mit einer weiteren Kollegin die Diabetikerschulungen veranstaltet. Dabei geht es beispielsweise, Diabetikunterricht zu machen für Patienten, für Betroffene, aber auch für Angehörige, die im Umgang mit ihrer Erkrankung anzuleiten. Ähnliches will ich jetzt auch in der Sendung XXL Info Gesundheit machen, nämlich Informationen, Hintergrundinformationen vermitteln. Und das machen wir heute auch in der ersten Ausgabe. Mein Name ist Andreas Piklam und ich grüße Sie ganz herzlich. Heute geht es um das Thema Escherichia coli Bakterien. Das hört sich nicht hochdramatisch an, kann aber sehr dramatisch werden. Sie haben es mitbekommen, durch den Fleischskandal in Bobenheim, Roxheim, Mutterstadt und Ludwigshafen, München. Aber auch im Trinkwasser kommen diese Bakterien ab und an mal vor. Sie haben die Anstrengung der TBL mitbekommen, den Hintergrund aufzuklären, weshalb Kolibakterien dort ins Trinkwasser gelangt sind, nämlich ins Ludwigshafener und Neuhöfer Trinkwasser, und weswegen diese E. coli-Bakterien ab und an auch mal sich in Lebensmitteln, beispielsweise im Salat, finden. E. coli-Bakterien können einem überall im täglichen Leben begegnen, auch auf der heimischen Toilette oder aber im WC, auf dem Zug oder im Restaurant. Das liegt oftmals an mangelnder Hygiene, aber es gibt noch ein paar andere Gründe dafür. Und in der heutigen Sendung klären wir Sie darüber auf, weshalb Escherichia coli Bakterien so gefährlich gerade für junge Menschen, sprich Säuglinge und Kleinkinder, aber auch für ältere Menschen, so ab 60, sein können und werden können. E. coli Bakterien, es ist kein Supervirus, es ist kein Kinderbakterium, es ist ein Bakterium, ist ein ganz natürliches Bakterium, was im Enddarm eines jeden Menschen und auch vieler Tiere vorkommt, dort auch gebraucht wird für die Verdauung. Was aber passiert eben, wenn diese Escherichia coli Bakterien, Bakterien der natürlichen Darmflora, außerhalb des Darmes gelangen und beispielsweise in die Blase eindringen? Dann kommt es beispielsweise bei Frau und beim Mann zur Harnwegsinfektion, bei der Frau einfach von der Anatomie her leichter als beim Mann. Was passiert aber, wenn beispielsweise Säuglinge über Lebensmittel oder ältere Menschen über Salat etc. mit E. coli Bakterien in Kontakt geraten, dort wo sie nicht hingehören? Diese und weitere Fragen beantwortet uns heute Professor Heinrich Geis. Er ist Leiter der Infektiologieabteilung des Hygieneinstituts an der Universitätsklinik in Heidelberg. Ausführliche Fachinformationen, so dass Sie sie auch verstehen, jetzt von Professor Heinrich Geis. Wo kommen E. coli-Bakterien vor? E. coli-Bakterien, oder der korrekte Name lautet Escherichia coli, sind Bakterien, die im normalen menschlichen Darm vorkommen. Zum ersten Mal beschrieben vor etwas über 100 Jahren von Theodor Escherich. Der hat die genannt Bacterium coli commune, also gemeines Dickdarmbakterium. Wurden dann erst später nach Herrn Escherich, eben Escherichia coli genannt. Hat er damals schon gesehen, dass sie den Hauptbestandteil der normalen Stuhlflora ausmachen, aber Hauptbestandteil nur eines Teiles der riesigen Masse an Bakterien, die im Darm vorkommen. Escherichia coli sind, wie gesagt, Bestandteil der normalen Darmflora und sind im Darm eher nützlich als schädlich. Schädlich können diese Bakterien erst werden, wenn sie den Darm verlassen und an Stellen im menschlichen Körper sich aufhalten, wo sie nicht hingehören, zum Beispiel in den Harnwegen oder in der Blase, wo sie dann die typischen Erreger von Harnwegsinfektionen sind, vor allen Dingen eben bei Frauen auch.
weniger häufig bei Männern, häufiger dann wiederum bei Kindern. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe unterschiedlicher Escherichia coli-Arten, die auch bösartige Erkrankungen hervorrufen können, die vor allen Dingen übertragen werden über unzureichend gekochte Lebensmittel, vor allen Dingen Fleisch, Fleischprodukte auch, wo dann unter Umständen diese Bakterien in der Lage sind, Toxine, also bestimmte Gifte zu produzieren, die dann wiederum bei Menschen schwere Krankheitsbilder hervorrufen können. So sind nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland immer wieder Ausbrüche beschrieben in Zusammenhang mit diesen toxinbildenden Escherichia coli, die eben vor allen Dingen bei Kindern sehr schwere Krankheitsbilder hervorrufen, die zu Nierenschäden führen, sodass diese Kinder unter Umständen dialysepflichtig werden. Auf der anderen Seite kommen Escherichia coli Bakterien auch als Erreger von Reisediarrhöen, also Reisedurchfallerkrankungen in Betracht, mit dem Namen Montezumas Rache oder Turista oder wie auch immer. Das heißt, es sind Bakterien, die wir über verunreinigte Lebensmittel, vor allen Dingen in tropischen Ländern oder subtropischen Ländern, oral, also über den Mund, aufnehmen und die, da sie für unseren Darm fremd sind, dort bestimmte Toxine produzieren können, die wiederum eben diesen Durchfall verursachen. Dieser Durchfall ist in der Regel, man nennt es selbstlimitierend, das heißt, er hört von alleine ohne therapeutischen Maßnahmen nach 3, 4, 5 Tagen wieder auf und der Durchfall ist damit vorbei. Anders ist es dann bei Infektionen, sei es Harnwegsinfektionen oder eben systemischen Infektionen. Es gibt auch durchaus Coli, die bei Krankenhauspatienten ins Blut übertreten können, dort eine Sepsis verursachen. Diese Erkrankungen müssen mit Antibiotika behandelt werden. Häufigste Behandlungsart, vor allen Dingen bei Harnwegsinfektionen, sind Antibiotika, die man schlucken kann, die also dann nicht über eine Infusion in die Vene gegeben werden müssen. Und die meisten Colibakterien, die wir uns als Harnwegserreger zuziehen, sind auch empfindlich gegen eine Vielzahl von Antibiotika, sodass es also nicht schwierig ist, einen solchen Harnwegsinfekt mit Escherichia coli zu behandeln. Anders kann es dann sein bei Patienten, die auf der Intensivstation sind, die sich dort eine schwere Infektion, eine Sepsis oder eine Lungenentzündung zuziehen können. Diese Keime sind doch sehr häufig resistent gegen eine Vielzahl von Antibiotika, sodass die Behandlung dieser Keime doch deutlich mehr Probleme schafft als jetzt die Behandlung eines banalen Harnwegsinfektes. Escherichia coli wird auch genommen als sogenannter Fäkalindikator. Wenn wir Trinkwasser oder Badewasser untersuchen, werden diese Wasserproben regelmäßig auf das Vorhandensein von Escherichia coli untersucht. Wenn in diesem Trinkwasser diese Colibakterien nachzuweisen sind, gilt das als Hinweis für eine fäkale Verunreinigung des Trinkwassers. Das heißt, eine Trinkwasserquelle kann zum Beispiel durch Fäkalkeime verunreinigt werden, wenn diese Quelle im Einzugsgebiet eines mit normalen Dünger versorgten Feldes liegt und bei größeren Regenanfällen, also wenn es über längere Zeit sehr stark regnet, werden dann durch die auch in der Gülle vorhandenen Colibakterien, diese Bakterien werden durch das Regenwasser in das Grundwasser geschwemmt und können auf diese Weise eben auch in das Leitungswasser kommen. Das ist ein Ereignis, das immer wieder auftritt, das für sich genommen sicherlich nicht sonderlich dramatisch ist, denn die Keimzahl dieser Colibakterien im Trinkwasser ist nicht so groß, dass
für die Bevölkerung eine akute Gefährdung besteht, sondern dadurch, dass wir Escherichia coli eben als Indikatorkeim haben, könnte das auch ein Hinweis sein, dass in diesem Leitungswasser eben über diese fäkalen Verunreinigungen auch wirklich gefährliche Bakterien ins Trinkwasser eingebracht worden sind, zum Beispiel Typhuserreger. Deshalb wird eben Leitungswasser oder Trinkwasser, das mit E. coli verunreinigt wird, als für den Genuss nicht tauglich deklariert, beziehungsweise die Bevölkerung wird aufgefordert, das Trinkwasser nur nach Abkochen zu genießen. Denn in dem Moment, wenn wir Wasser abkochen, werden all diese Bakterien, seien es Kolibakterien oder die Salmonellen oder die Typhuserreger, sicher abgetötet. Das ist der Hintergrund, warum eben wenn eben diese Kolibakterien im Trinkwasser nachgewiesen werden, die Bevölkerung aufgefordert wird, dieses Trinkwasser nur in abgekochten Zustand zu sich zu nehmen. In welchen Fällen kann es zu besonders schweren Verläufen kommen? Was bedeutet Sepsis? Das heißt, wenn E. coli-Bakterien in die Blutbahn gelangen? Sepsis bedeutet, dass eben Bakterien, das müssen nicht nur Kolibakterien sein, das können eine ganze Reihe von anderen Bakterien auch sein, dass die in den Blutkreislauf eindringen und dass die körpereigene Abwehr, unser Immunsystem, mit diesen Eindringlingen nicht fertig wird, beziehungsweise eben überreagiert mit Fieber, Schock, Kreislaufzusammenbruch und so weiter. Besonders gefährdet sind eben sehr alte Menschen oder sehr junge Menschen, also Säuglinge, weil bei diesen Menschengruppen die körpereigene Abwehr noch nicht voll ausgebildet ist oder nicht mehr so gut funktioniert wie jetzt bei einem jungen 30-, 40-jährigen gesunden Menschen. Gefährdet sind natürlich auch solche Menschen, die auf der Intensivstation sind. Auf die Intensivstation kommt man in der Regel ja nur, wenn man schwer krank ist. Schwer krank heißt aber auch wiederum, dass unsere körpereigene Abwehr mit der Bekämpfung dieser Krankheit beschäftigt ist und ist dadurch eben auf der Seite der Bakterienabwehr zu einer gewissen Schwäche kommt. Und diese Schwäche können eben auch diese Kolibakterien oder andere Bakterien, auch Staphylokokken oder Streptokokken, in Anführungszeichen ausnutzen und ein solch schweres Krankheitsbild, das wir eben Sepsis nennen, auslösen. Sepsis entspricht im Volksmund Blutvergiftung, in Anführungszeichen, wobei das nicht richtig dargestellt ist. Ja, Blutvergiftung ist ein volkstümlicher Ausdruck für Sepsis. Der aber es sehr ungenau beschreibt, wie es wirklich der das ungenau beschreibt, denn es ist ja keine Vergiftung. Wir werden ja nicht, oder die Sepsis ist nicht ein Erscheinungsbild eines Giftes, sondern ist die Reaktion des Körpers auf diese fremden Bakterien plus eben die Entzündung, die durch diese Bakterien ausgelöst werden. Das ist also keine Vergiftung oder keine Toxininfektion wie eine Pilzvergiftung, sondern ist eine Entzündung, eine Erkrankung. Welche Stämme von Escherichia coli Bakterien gibt es? Es gibt ja nicht nur einen Stamm, es gibt nicht nur ein Bakterium, es kommt ja nicht nur einzeln vor, es gibt verschiedene Stämme. Wir nennen Escherichia coli, nennen wir eine Bakterienspezies. Das ist ähnlich, wie man sagt, wir sind alle Menschen. Und so wie es eben unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Individuen, gibt es eben auch unterschiedliche Untergruppen in dieser Spezies Escherichia coli. Es gibt solche, die produzieren eben bestimmte Toxine, bestimmte Gifte, die dazu führen, dass diese Kolibakterien sich im Körper verklumpen, Aggregate ausbilden, oder es gibt solche Koli-Untergruppen, die eben bestimmte Toxine, bestimmte Gifte produzieren, die eben den Durchfall auslösen oder die eben bei Kindern dieses
sogenannte hämolytisch-urämische Syndrom hervorrufen. Das heißt, es kommt zur Auflösung des Blutes, zur Zerstörung der roten Blutkörperchen. Und Urämie ist eine Vergiftung der Nieren, eine wirkliche Vergiftung der Niere. Und das zusammen wird hervorgerufen oder ausgelöst durch bestimmte Gifte, Toxine von einer bestimmten Escherichia coli Untergruppe. Und so gibt es eben auch bestimmte Coli-Formen, die besonders dazu neigen, Harnwegsinfekte hervorzurufen, weil sie an ihrer Oberfläche Haftstrukturen haben, mit denen sie sich besonders gut an der Oberfläche der Harnröhre oder der Blase anheften können und dann eben zu einer lokalen Entzündung, zu einer Infektion führen. Sind in Deutschland Fälle bekannt geworden an den Menschen oder wodurch Menschen durch die Verunreinigung durch Kolibakterien gestorben sind? Was meinen Sie mit Verunreinigung? Sprich über Lebensmittelaufnahme, über die Kontamination mit Kolibakterien, also durch Kolibakterien gestorben sind. Also prinzipiell kann jede Infektion zum Tode führen, unabhängig vom Erreger, der diese Infektion auslöst. Das Entscheidende ist, wie ist die Immunabwehr, das heißt die körpereigene Abwehr des Betroffenen. Und zweitens hängt das sehr von den unterschiedlichen Bakterienarten ab und von der Menge und der Giftigkeit der Toxine, die durch diese Bakterien verursacht werden. Also es gibt durchaus ausreichend Beispiele für Todesfälle, auch im Zusammenhang mit einem banalen Harnwegsinfekt, der nicht auskuriert wird, wo es dann zur aufsteigenden Infektion der Niere kommt und über die Niere dann eben zu einem Übertritt der Kolibakterien in das Blut und damit eben zu einer Sepsis kommt. Und eine Sepsis ist ein für sich genommen ein wenn es nicht behandelt wird, eine Krankheit mit einem erheblichen Sterblichkeitsrisiko. Das heißt, wir müssen eine Sepsis immer mit Antibiotika behandeln, um die Überlebenschance dieses Menschen zu erhöhen. Also es gibt ausreichend Beispiele für tödliche Infektionen im Zusammenhang mit E. coli, sei das nun eben, dass es über Lebensmittel aufgenommen wurde oder sei das, dass es eben über einen Harnwegsinfekt zu der Infektion kam, sei es, dass bei einer Wunde diese Wunde sekundär, also im zweiten Schritt dann mit den Kolibakterien besiedelt wurde, dass es eben zum Beispiel auch Kolistämme sind, die im eigenen Darm sitzen und die eben, wenn man sich die Hände nicht wäscht, nach dem Toilettengang über die Hände auf die Wunde übertragen werden. Das ist durchaus vorstellbar, ist sicherlich nicht der gängige Weg der Infektionsweiterverbreitung, aber ein durchaus möglicher Weg, wie es zu einer Weiterverbreitung dieser Kolibakterien kommen kann. Gefährdete Personenkreise sind kleine Kinder, Babys, ältere Menschen. Zählen zum gefährdeten Personenkreis neben Intensivpatienten, ist klar, die sind meistens so schwer krank, dass wenn da noch eine Kleinigkeit hinzukommt, ist ohnehin noch gefährlicher. Aber zählen auch Transplantationspatienten, HIV-Infizierte oder AIDS-Kranke oder Hepatitis-kranke Patienten zum gefährdeten Personenkreis? Nein, also Hepatitis-Kranke zählen nicht zu dem gefährdeten Personenkreis, auch HIV-Patienten sind nicht primär besonders gefährdet durch E. coli-Erkrankungen, durch Durchfallerkrankungen sicherlich, aber die Gefährdung für Escherichia coli-Infektionen sind in erster Linie eben Säuglinge, Neugeborene, bei denen es auch durch Coli zum Beispiel zu einer Hirnhautentzündung kommen kann, sind aber auch zum Beispiel Diabetiker, bei denen das Risiko einer Harnwegsinfektion mit der Weiterentwicklung zur Nierenbeckenentzündung und Sepsis kommen kann. Nur
Patienten mit Hepatitis oder mit HIV-Erkrankung sind nicht mehr oder deutlich mehr gefährdet für eine Infektion mit Escherichia coli als normale Menschen. HIV- oder AIDS-Kranke haben dann ein erhöhtes Risiko für andere sogenannte opportunistische oder ungewöhnliche Infektionen. Natürlich sind im Endstadium der AIDS-Erkrankung alle Bakterien für diese Patienten gefährdet, aber das Gefährdungspotenzial der HIV-Patienten ist zum Beispiel bei weitem nicht so groß wie jetzt bei Transplantationspatienten, wo man die körpereigene Abwehr komplett ausschaltet. Einfach auch um eine Heilung beziehungsweise um zu verhüten, dass die körpereigene Abwehr das fremde Organ als fremd erkennt und abstößt. Insofern sind die Transplantationspatienten wesentlich gefährdeter für bakterielle Infektionen als jetzt zum Beispiel HIV-Patienten. Grundsätzlich ist aber zu sagen, jeder, der irgendwie in seinem Immunsystem eingeschränkt ist, wenn er gerade eine Grippe durchmacht, ist man ja auch im Immunsystem im weitesten Sinne etwas eingeschränkt, könnte gefährdet sein, wenn er noch chronisch ist im Zug. Ja. Die Gefährdung besteht vor allen Dingen dann, wenn ich den Koli dorthin bringe, wo er nicht hingehört. Koli gehört zum Beispiel nicht in die Harnröhre oder in die Blase. Und insofern hängt das Entstehen einer Harnwegsinfektion weniger stark von einer intakten Immunabwehr ab, sondern vielmehr hängt es zusammen mit der Fähigkeit, dass Escherichia coli sich an diese Schleimhaut in dem Bereich des Urogenitaltraktes, also der Harnwege, anzuheften. Wenn sie komplett gesund sind, eine funktionierende körpereigene Abwehr haben und sie bekommen eine große Zahl an Uropathogenen, das heißt also Harnwegs krankmachenden Koli in die Harnröhre, werden sie auf jeden Fall einen Harnwegsinfekt bekommen, den sie dann vielleicht nicht mit Antibiotika behandeln müssen, sondern dadurch, dass sie die Harnröhre durch viel Wasser lassen, ausspülen. Das heißt also viel trinken, eventuell auch einen Blasen-Nierentee zu sich nehmen, dessen Funktion vor allen Dingen darin besteht, dass sie die Blase und die Harnröhre ordentlich durchspülen. Insofern spielt die Immunabwehr schon eine gewisse Rolle. Nur auch als gesunder Mensch sind sie nicht komplett oder gefeit gegen eine Infektion mit diesem Escherichia coli. Und Sie sehen es ja auch daran, dass auch wenn Sie eine wunderbar funktionierende Immunabwehr haben, wenn Sie jetzt nach Mexiko reisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Reisediarrhoe bekommen, einen Reisedurchfall, sehr, sehr groß. Und da kann Ihre körpereigene Abwehr noch so gut sein. Wenn Sie eine ausreichende Zahl an Kolibakterien mit der Nahrung, mit ungewaschenem Obst, mit Salat oder mit Eis zu sich nehmen, werden Sie einen Durchfall bekommen. Da können Sie überhaupt nichts dagegen tun. Durchfall ist ja nicht immer ganz so harmlos, wie er sich anhört. Es gibt Leute, wenn sie einen Durchfall haben, die es nicht ganz so ernst nehmen und Lopetium nehmen, Kohletabletten oder sonst was auch immer, um den Durchfall zu bekämpfen. Bei älteren oder jüngeren Patienten, die durch E. coli erkrankt sind, ist es ja nicht unbedingt der richtige Behandlungsweg, da ja solche Tabletten, sprich also Kohletabletten, Lopetium oder wie auch immer das Zeug heißt, ja nur eine symptomatische Therapie ist. Was empfehlen Sie? Richtig, das ist eine symptomatische Therapie, die letztendlich an der Grundursache nichts ändert. Symptomatisch ist aber durchaus sinnvoll in diesem Zusammenhang, da ja der Wasserverlust mit dem Durchfall extrem groß sein kann. Wenn Sie am Tag 10, 20 Mal auf die Toilette gehen und jedes Mal nur 200 Milliliter flüssigen Stuhl absetzen, dann verlieren Sie am Tag bis zu 2-3 Litern.
Wenn ein Kind nur 10 Kilogramm hat, sind 2 Liter ein Fünftel seines Körpergewichtes. Das heißt, das Kind kann an Austrocknung versterben, so witzig sich das anhört. Das ist das Hauptproblem der Durchfallerkrankung bei Säuglingen, bei Neugeborenen, bei Kindern und bei sehr alten Menschen. Da wir wissen, dass alte Menschen insgesamt auch weniger Flüssigkeit zu sich nehmen, sind sie natürlich besonders gefährdet für eine Austrocknung. Und diese Austrocknung führt dazu, dass das Herz nicht mehr einwandfrei funktioniert. Und dadurch kann es zu systemischen Schäden kommen. Das heißt, das Hirn wird nicht mehr ausreichend durchblutet. Es können sekundär Hirnschäden auftreten. Insofern ist eine symptomatische Behandlung mit Kohletabletten, die versuchen, die Flüssigkeit im Körper zu halten, durchaus sinnvoll. Wird aber diese Durchfallerkrankung nicht heilen können. So dass der Weg zum Hausarzt dann doch angesagt ist. Es ist angesagt, Flüssigkeitsersatz, das heißt viel trinken, viel Kochsalz und Zucker zu sich nehmen, was auf keinen Fall angesagt ist bei diesen Reisediarrhöen oder bei den Durchfallerkrankungen durch Escherichia coli, ist die Gabe von Antibiotika. Weil diese Antibiotika die Bakterien nicht beeinträchtigen, die können nicht dafür sorgen, dass die Bakterien so ausgerottet werden, dass der Durchfall aufhört. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, diese Erkrankung ist selbstlimitierend, hört nach 3 bis 5 Tagen von selbst auf. Und Antibiotika können diesen Prozess nur geringgradig beschleunigen. Also von einer Antibiotikatherapie zur Behandlung einer Escherichia coli Diarrhoe kann man nur dringend abraten. Grundsätzlich in jedem Fall. Wenn es um jetzt wird es medizinisch. Also in der Medizin gibt es keine absoluten Wahrheiten. Es gibt natürlich Fälle, da ist eine Antibiotikatherapie angezeigt. Nur das muss im Einzelfall entschieden werden. In den allermeisten Fällen ist eine Antibiotikatherapie nicht angezeigt. Aber kurz gesagt, Durchfall ist nicht immer so harmlos, wie er sich zunächst anhört, weil es zu Wasser- und Elektrolytverschiebung und dadurch durch Folgeschäden. Stimmt. Im schlimmsten Fall sogar bis zum Tod kommen könnte bei Babys, kleinen Kindern, bei älteren Menschen. Können E. coli-Bakterien, wir haben vorhin drüber schon gesprochen, wenn sie auf die Wunde gelangt sind oder wenn sie auf die Wunde gelangen, führen sie sicherlich auch nicht nur im schlimmsten Fall zu Sepsis, sondern vermutlich auch zu einer Beeinträchtigung der Wundheilung, also unter Umständen auch zu schweren Wundheilungsstörungen? Ja, natürlich. Jede Keimart oder jedes Bakterium, das nicht in die Wunde gehört und dort eine Entzündung hervorruft und eine Infektion, stört den Wundheilungsprozess. Der ideale Wundheilungsprozess sollte ohne Beeinträchtigung von Bakterien dort ablaufen. Also insofern ist es durchaus richtig, wenn man sagt, dass eine Besiedelung einer Wunde den Wundheilungsprozess negativ beeinträchtigt. Es gibt Kolibakterien, die können ruhrähnliche Erscheinungen auslösen. Um welche Formen der Kolibakterien geht es da? Das sind die enteroaggregativen oder die enterohämorrhagischen oder die enterotoxinogenen oder die enteroinvasiven. Also es gibt verschiedene Arten der Kolibakterien, die ein ruhrähnliches Bild hervorrufen können. Was macht das Kolibakterium E. coli HEC? EHEC. Das ist das enterohämorrhagische oder der enterohämorrhagische Escherichia coli. Das ist das, was ich vorhin geschildert habe mit diesem hämolytisch-uremischen Syndrom bei Kindern. Dieser EHEC wird eben über vor allen Dingen Rindfleisch oder durch Rinder auf den Menschen übertragen. Das ist also eine nahrungsmittelbedingte Infektion, / Intoxikation,
da das Bakterium sich nicht im Körper vermehren muss, sondern es im Körper Toxin produziert, das dieses Krankheitsbild HUS, diese Abkürzung, hervorruft. Sodass man in Deutschland mit solchen Erkrankungsfällen eher weniger rechnen kann, aber beispielsweise in Ländern, in denen noch Mensch und Tier an Trinkwasserstellen zusammen gemeinsam sich das Trinkwasser entnehmen, eher mitrechnen könnte. Nein, dort eben nicht, denn HUS oder diese EHEC-Bakterien werden vor allen Dingen dort oder treten dort gehäuft auf, wo eine industrielle Rinderwirtschaft besteht. Das heißt also, eher in zivilisierten Ländern, HUS ist nicht das Problem oder kein primäres Problem jetzt in Entwicklungsländern. Sondern in der zivilisierten Welt. In der zivilisierten Welt, sprich Vorderpfalz, Pfalz, ja, wo eben noch Landwirtschaft angesagt ist. Was man hier sieht, ist ein mikroskopisches Präparat von Kolibakterien. Man erkennt hier sehr schön diese stäbchenförmigen, die aber nicht immer gleichmäßig sind, diese stäbchenförmigen Bakterien, die typisch sind eben für Escherichia coli und für seine Verwandten, die sogenannten Enterobakterien. In dieser elektronenmikroskopischen Aufnahme, also eine Aufnahme, die nochmal tausendfach stärker ist als das vorherige Bild, erkennt man noch einmal sehr schön diese stäbchenförmige Kolibakterien. Was man hier allerdings nicht erkennt, sind dann bestimmte Oberflächenstrukturen, sogenannte Pili, mit denen sich die Kolibakterien zum Beispiel auf der Schleimhaut der Harnwege oder in der Harnblase sehr gut anheften können. Auf dem nächsten Bild ist einmal dargestellt Escherichia coli, wie er auf einer Agarplatte wächst. Diese Agarplatte ist also von Natur aus schon rot. Das hat nichts jetzt mit den Bakterienformen zu tun. Was man aber erkennt, sind einzelne Kolonien. Eine Kolonie besteht immer aus etwa 10 hoch 9, das sind rund 1 Milliarde einzelner Escherichia coli Zellen, sodass wir also auf dieser Platte mindestens 10 bis 100 Milliarden einzelne Bakterien vor uns haben. Zur Prophylaxe der Reisediarrhoe gibt es verschiedene sogenannte Probiotika, das heißt Formulierungen, in denen Sie lebende Bakterien aufnehmen, Bakterien oder Pilze, zum Beispiel Saccharomyces boulardii oder Lactobacillen. Handelsnamen hierfür sind zum Beispiel Perenterol. Mit diesen Medikamenten gibt es ausreichend Studien, die belegen, dass damit eine Vorbeugung der Reisediarrhoe sehr wohl möglich ist. In gewissem Umfang auch die Behandlung, wobei die Prophylaxe sicherlich der bessere Weg ist, denn wenn Sie einen Reisedurchfall bekommen, ist Ihr Ihr Zustand so stark beeinträchtigt, dass also der Urlaub bei einer ganzen Reihe von Leuten regelrecht ins Wasser fällt. Ich hoffe, Ihnen hat die erste Sendung XXL Info Gesundheit Spaß gemacht, hat Ihnen auch etwas Aufklärung gebracht. Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. Ich gebe Ihnen Auskünfte, soweit ich das kann, als Krankenpfleger. Mehr Themen gibt es demnächst hier bei XXL Info Gesundheit. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und Sie werden sehen, es kommt noch das ein oder andere interessante Thema in dieser Reihe. Bleiben Sie gesund, alles wird gut. Ihr Andreas Pieklang. Tschüss, salut, bye bye.